auf was die Redner eingehen, darauf zu hören, auf was sie nicht eingehen. Und ich stelle zunächst einmal fest, der Minister ist nicht eingegangen auf den Hinweis des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes in Münster von Anfang des Dezember letzten Jahres, das in Kenntnis Ihres Gesetzentwurfs noch einmal ausdrücklich festgestellt hat, dass dem Gesetzgeber der Schutz des Sonntages unterliegt. Und im Übrigen, wenn man das aufmerksam liest, was das Gericht festgestellt hat, den Ermessensspielraum sehr eng gestaltet hat. Und Sie haben eben mal nonchalant darauf hingewiesen, dass Sie den Kommunen die Freiheit geben. Ich sage Ihnen, das ist eine vergiftete Freiheit, weil so wie Sie das angelegt haben, werden die Kommunen den Spaß haben, hinterher wieder beklagt zu werden. Und wenn Herr Kerl von der CDU von wild gewordener Gewerkschaft redet, dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie haben irgendwie nicht verstanden, was da gerade passiert. Diejenigen, die am runden Tisch gesessen haben, übrigens nicht nur Gewerkschafter, sondern auch beide Kirchen, sind zutiefst entsetzt darüber, wie man die Einigungsversuche, die weit fortgeschritten waren, abgeräumt hat. Abgeräumt hat, damit man dem Genüge tun konnte, was die FDP wollte, was sie Entfesselung nennen, was aber nichts anderes als Ideologie ist. Und die Kommunen, und die Kommunen werden am Ende des Tages unter den weiteren Klagen übrigens auch der Kirchenvertreter und der gesamten Initiativen zu leiden haben. Rechtssicherheit sieht anders aus. Und ich sage es Ihnen noch einmal, Sie können immer wieder behaupten, dass Sie den Versandhandel durch vier Sonntage, durch vier öffnungsfreie Sonntage tatsächlich im Schach halten. Wenn Sie das ernsthaft meinen, dann haben Sie den Schuss nicht gehört und dann wissen Sie nicht, was Einzelhandel inhabergestützt ist und was großflächiger Einzelhandel ist. Das sind im Übrigen auch völlig unterschiedliche Bereiche. Und Sie sollten sich endlich damit beschäftigen, wie man den inhabergestützten Einzelhandel wirklich stützen kann. Und den stützt man, indem man massiv die regionalen Plattformen im Onlinehandel ausbaut. Den stützt man, indem man massiv diese Verkaufsgeschichten mit Kaputtfahren der Straßen, mit Nutzen des öffentlichen Raums bei den Paketfirmen eindämmt. Und die nutzt man, indem man sich endlich daran gibt, Steuerkonzepte zu entwickeln, die den Versandhandel ein Stück weit zurückdrängen und tatsächlich dem Einzelhandel, der seine Steuern bezahlt, eine faire Wettbewerbsmöglichkeit zu geben. Von all dem habe ich von Ihnen nichts gehört und vom Minister nichts gehört. Und deswegen ist das Hokuspokus, was Sie hier verkaufen.